Folge The Witcher Wild Hunt. Wir müssen uns jetzt mit Dijkstra treffen. Der hat den Bösen diesen Plan, den König zu töten, zu ermorden. Und weil der die ganzen Magier und Zauberinnen und Hokuspokus-Philippus-Leute auf den Scheiterhaufen verbrennen wollen will. Und ich habe mir überlegt, ihnen dabei natürlich zu helfen, weil es trifft ja natürlich dann auch mich oder meine lieben Freunde. Und so geht das ja nicht. Also, finde ich. Jetzt müssen wir erstmal das alles da einsammeln. Da ist noch einer. Umzingelt ihn. Naja. Wir laufen in die Passiflora. Oh, da ist noch eine Quest. Die nehmen wir vielleicht auch noch an. Zieh die Waffe! Gewärtige den Kampf. Diesmal wirst du es nicht so einfach haben. Du schon wieder? Du hast Freunde dabei. Hm. Kämpfen die auch alle zu Ehren der Jungfer Heidelbeer? Nein, die kämpfen für die gerechte Sache, die darin besteht, dass du gegen mehrere kämpfst. Ach ja. Ja. Denn du bist ein Bösewicht und Betrüger, mein Herr. Du hast dich nicht als Hexer zu erkennen gegeben. Gut, ich kämpfe gegen euch alle. Kommt nicht in Frage, dass ich kämpfe. Geh nach Hause. Sollen wir... Geh nach Hause. Es ist spät. Geht besser nach Hause. Morgen ist auch noch ein Tag. Weise Worte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so schläfrig. Oh, hier sind wir fertig. Novigrad ist nicht dein Revier. Es tut mir leid, weil irgendwann muss ich dich umbringen, weil du willst ja nicht hören. Das ist, Wer nicht hören will, muss fühlen. Und ich habe eigentlich gesagt, dass ich dich das nächste Mal umbringen werde. Aber, naja, ein Bandit. Was willst du? Was gibt's denn? Wir haben ein Problem, Meister Hexer. Ein Freund von uns wurde verletzt und wir finden ihn nicht. Der Arme könnte verbluten. Du hast doch schon so viele Monster verfolgt. Könntest du auch unseren Freund finden? Wir zahlen noch was. Jo. Warum nicht? Ein kleiner Umweg wird nicht schaden. Geh voran, Meister Hexer, aber so schnell es geht. Der arme Kerl braucht Hilfe. Ich brauche erst eine Spur. Irgendwelche Ideen? Ja, er ist gerannt zum Hafen. Kam aus der Kanalisation. Kanalisation? Der Geruch müsste einfach zu verfolgen sein. Ich weiß ja nicht, Bandit. Ich glaube... Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Das gehe ich mal kurz nach. Ich glaube, die verarschen mich. Ein tödlicher Plan. Also das muss ich jetzt dann... gleich mal weitermachen, aber das mache ich jetzt mal schnell. Du kommst mir bekannt vor. Folge dem Geruch nach Blut. Ja, aber wo ist denn der Geruch? Und irgendwie ruckelt es ganz schön. Also die gehen jetzt mal hier lang. Dann gehe ich auch mal hier lang. Nee. Nein, hier würde ich mich nicht verstecken. Der Hexer liegt falsch. Oh, jetzt habe ich übersprungen. Sorry. Nee, echt jetzt? Ich habe doch einfach nur eingesammelt. Was schielst du mich so an, Graujüngchen? Ups. Das war jetzt mal eine schnelle Quest angenommen und schnell zu Ende gebracht. Naja, was soll's.
Gehen wir jetzt zu Dijkstra. Eine gescheiterte Quest wieder mal. Oh nein! Wenn ich sie nicht mache, ist es eine andere Sache. Aber gescheitert ist schon scheiße. Ich wusste nicht, dass sie was mit Magie zu tun hat. Ist das Licht, das Unwissenheit wäscht deine Schuld nicht ab. Was? Was denn dann? Sollte vielleicht noch die Quest aktualisieren. Dilemma. Fäuste. Tödlicher Plan. Feuer. Passiflora. Nur Feuer. Ich kann zahlen. Mann, hab ich gestern gesumpft. Mein Kopf fühlt sich irgendwie voller Sauerstoff an. Mann. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen, den König da umzubringen. Oder auch. Ich diene dem ewigen Feuer. Was? Ups. Nee, ich glaube, ich gehe voll falsch. Oder? Ja, ich weiß nicht so recht. Ja. Und der da? Hallo? Nee, und was auch. Ob das auch irgendwelche Auswirkungen hat oder so. Könnte alles sein. Hier tragen oder bei mir. Du hast die Wahl. Verkühlst dich noch, junge Dame. Kein Nachlassen. Bar auf die Kralle. So. Geralt, sei gegrüßt. Komm schon, Süßer. Keine Scheu. Nein. Ja, tut mir leid. Ich bin hier, um... Sprich leise. Ich weiß genau, warum du hier bist. Sie warten. Bitte hier entlang. Hier entlang, nach oben. Voller Geheimgang. Ladies, ich muss weiter. Na schön. Aber was ist mit unserem Handel? Kann ich bei dir noch was kaufen? Wir werden unsere Anteile an den maritimen Unternehmen verlieren. So dieses raus. Naja, mach ich später. Weiter mit dem Kaiserreich Handel treiben? Verdammt, ich weiß nicht. Hexer Geralt? Da hoch, der Boss wartet schon. Jo, wird gemacht. Geralt, da bist du ja. Gut. Du hättest einen einsameren Ort für die Planung eines Mordanschlags aussuchen können. Alle denken drüber nach und viele würden es tun. Wir brauchen keine Angst zu haben. Außerdem hat dieser Ort eine gewisse Tradition. Ist vielleicht sogar legendär. Falka hat hier ihren Aufstand geplant. Und auch König Fridaks Ermordung. Vergleichst du dich etwa mit Falka? Soweit ich mich erinnere, gibt es in Redanien kaum jemanden mit einem blutigeren Ruf. Ihre Rebellion hat den Lauf der Geschichte verändert. Das haben wir gemeinsam. Was das Blutvergießen angeht, wollen wir nur Radio-Tod sehen. Es freut mich, dass du mitmachst. Ich war mir nicht sicher, ob du auftauchen würdest. Kommen wir zum Geschäft. Radovid muss sterben. Um Driss und Jens willen. Ich weiß noch nicht, ob ich mitmache. Kommen wir zum Geschäft. Und wir machen ja eigentlich mit, nicht wegen dem Geschäft, sondern wegen meinen lieben Leutchen. Ich habe über deine Worte nachgedacht. Dass Driss und Jen nicht sicher sind, solange Radovid lebt. Das kannst du glauben. Nun, ich bin froh, dass wir uns verstehen. Und nun zur eigentlichen Sache. Meinen Mitstreiter dürftest du bereits kennen. Ross, du hier? Ehemalige Spione. Wir haben einen Verein gegründet. Du hast mal einen König beschützt. Willst du jetzt einen anderen ermorden? Ich bin nicht stolz darauf, aber... In meinen Augen gibt es keine andere Lösung. Radovid hat zu oft nur seine eigenen Interessen durchgesetzt. Als Kedven um Hilfe bat, ist er einmarschiert. Als ich ihn darum bat, Vysima zu helfen, hat er mich wieder fortgeschickt. Der Krieg ist beinahe vorüber. Die Entscheidung naht. Wir müssen schnell handeln. Ich mache mir nichts vor. Nur ein toter Radovid bedeutet ein freies Temerien.
Wie soll das gehen? Radovid ist doch Temeriens Verbündeter. Nur solange meine Kämpfer tun, was er verlangt, seine Truppen zu unterstützen. Wenn er den Krieg gewinnt, wird er die ehemaligen Grenzen ignorieren. Er wird sie nicht wiederherstellen. Er träumt von einem Reich des Nordens. Solange er lebt, wird es kein freies Temerien geben. Aber wir wollen dich nicht mit politischem Geschwätz langweilen. Radovid ist eine Bedrohung für Triss und Yennefer. Vergiss das nicht. Das sollte deine größte Sorge sein. Oder benutzt er das einfach nur, um mich zu überreden? Mir bin ich mir da noch nicht ganz so sicher. Na gut, was willst du von mir? Einer unserer Leute hat sich mit einem Informanten getroffen. Er ist nicht zurückgekehrt, aber der Plan hängt davon ab, was er in Erfahrung bringen konnte. Wir müssen ihn finden. Und du bist der beste Spürhund weit und breit. Spürhund, hm? So, so. Kannst du mir noch mehr sagen, wo dieser Mann zuletzt gesehen wurde, zum Beispiel? Er gibt sich als fahrender Schuster aus. Er sollte den Ponta überqueren. Das hat er wohl beim redanischen Grenzposten getan. Wir haben einen Mann dort, der sicher mehr weiß. Er nennt sich Gregor. Okay. Tut mir leid, kein Interesse. Ich finde euren Mann. Ihr habt Informanten in der redanischen Armee? Ihr habt einen redanischen Soldaten in eure Pläne zur Ermordung des redanischen Königs eingeweiht? Siehst du? Es gibt sogar Redanier, die mit Radovids Politik nicht einverstanden sind. Und wenn einfache Soldaten merken, dass etwas nicht stimmt, dann ist es Zeit zu handeln. Ich finde euren Mann. Gut, ich rede mit Gregor. Danke. Und lenk nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich, wenn's geht. Denk daran, dieser Einsatz entscheidet die Zukunft. Die Zukunft Temeriens und des Nordens. Ich weiß. Ich versuch's nicht zu vermasseln. Bis dann. Wir zählen auf dich, Geralt. Ja? Hat dich jemand reinkommen sehen? Niemand außer Madame Serenity und deinem Lakai. Auf der Straße, meine ich. Niemand. Lassen dich deine Nerven im Stich? Ich bin nicht nervös. Nur vorsichtig. Solltest du auch sein. Ich weiß. Und ich bin immer noch 10 Weile. Kann ja auch sein, dass man was anderes da drin will. Ich bin genauso lang. So. Jetzt gucken wir uns hier erstmal noch mal ein bisschen um. Ein Pläumchen haben wir genommen. Ah, hoffentlich klappt das alles. Also von wegen Spürhund, gell? Ich möchte nochmal an die Quest davor erinnern. Vielleicht sollte es nicht sein. Ach, und ich werde jetzt mal ganz kurz ein bisschen verkaufen, weil ich glaube nämlich, dass ich nämlich schon sehr voll bin, wie man sieht. Wie man sieht, mal schauen, was sie mir abnimmt. Oder abnehmen kann, darf, will. Am Ball hat jemand gesagt, dieser Strolch wäre einst ein redanischer Graf gewesen. Wirklich? Musst du diesen Stuss wiederholen? So. Wir gehen jetzt da runter. Verkaufe, verkaufe, verkaufe. Zack, zack, Kurtisane, oh, Lady. Der ist ja so hübsch, dass er die Hände nicht von sich lassen kann. Na schön. Aber was ist mit unserem Handel? Trinken wir. Es wird schon Abend. Wir werden unsere Anteile an den maritimen Unternehmen. Der ist so hübsch, dass er die Hände nicht von sich lassen kann. Wow. Kein Nachlass und bar auf die Kralle. Hallo. Ein Lustknabe. Gebühr für die großen Vier. Ich bin sogar das Es führen wohl alle Straßen zur Passiflora. Willkommen zurück. Ich war ja noch gar nicht weg. Wenn ich dich so ansehe, dann bereue ich fast, dass ich nicht mehr im aktiven Dienst bin. Ja, ja, ja. Eigentlich will ich nur was kaufen. Oh. Die muss ich natürlich auch noch kaufen. Da, schau her. So. Scheuklappen sollte ich vielleicht mal gucken.
Was plötzlich da alles so? Man die auch nochmal pimpen könnte. So, Blumen ist doch wunderbar da drin. Eisbärfell ist doch auch wunderbar da drin. Fläschchen, Bärenfell. Schlüssel zu Yennefers Gemach. Nägel, warte mal, Nägel brauche ich doch eigentlich irgendwie, gell? Parfüm? Asche? Sorry, dauert jetzt ein bisschen. Muschel. Kerze, Becher, Schweinshaut, zerbrochene Hakenpuppe. Was ist das? Ein Hammerkopf, okay. Das andere behalten wir jetzt mal, aber es fühlt uns schon ein bisschen leichter. Also bis dann. Jo. Au! Ganz ruhig. Dann gehen wir weiter. Jetzt müssen wir mal ganz kurz mal schauen, wo wir hin müssen. Zum tödlichen Plan. Wir waren da oben noch gar nicht. Sollen wir da mal kurz hin? Sollen wir da mal kurz hin? Und dann könnte ich dann auch wieder so ein bisschen was mitmachen. Ein bisschen erkunden wieder. Ja, das machen wir doch. Nicht mehr viel, dann hänge ich den Beruf an den Nagel. An welchen Nagel? Ich glaube, das ist da drüben. Ach komm, tu nicht so. Ups. Noch gar nicht da drüben. Wahrscheinlich nicht am Eck. Run. Meister Hexer, hilf einer Frau in Not. Die Lucy. Deinesgleichen. Wo ist das Problem? In meinem Haus, darin spukt's. Ah. Es heult, rasselt mit Ketten, Teller zerbersten. Ich habe Angst, dort zu sein. Kannst du nachsehen, welche Art Phantom das ist? Ich will auch nicht knausern. Aber sicher doch. Klingt nach einem Wicht oder einem Wettermacher. Gut, ich kümmere mich drum. Ich danke dir vielmals. Komm mit mir. Ich zeig dir den Weg. Ach so, jetzt gleich? Ich warne dich. Ja komm, dann zeig mir den Weg. Wir müssen ja eh in die Richtung. Ich lenke schon wieder ab, aber vielleicht gar nicht so verkehrt. Was jetzt, du Stück Dreck? Hast du mich jetzt da verarscht oder wie war das jetzt? Ich mag es nicht, reingelegt zu werden. Reingelegt? Ich sagte, bei mir spukt es. Ich konnte nicht wissen, dass es Jäger sind. Mhm. Nur wussten die Jäger genau, auf wen sie warten. Das riecht mir nach einer Falle. Gut, vielleicht bin ich nicht ganz ehrlich gewesen. Vor allem kann ich dich nicht mit Gold belohnen. Aber das heißt nicht, dass du mit leeren Händen gehen musst. Hier, ein Schlüssel zu einem Schatz. Es sind insgesamt 3. Folge den Jägern, um die anderen beiden zu finden. Ich muss jetzt fliehen. Nämlich voll reingelegt. Doofe Tussi, die Haftbefehl.
Gesuche drei Banditen im Netz von magischer Schmugglerware. Die Objekte sind gefährlich verboten und müssen unverzüglich zerstört werden. Lucy, auch bekannt als der Fuchs, versteckt sich auf der Tempelinsel in der Nähe der Brücke. Fritzi versteckt sich in der Nähe des schiefen Hauses. Walter, zuletzt gesehen, in Spitzenhall in der Nähe der stinkenden Hecke. Die Banditen müssen verhaftet oder an Ort und Stelle getötet werden, wenn sie Widerstand leisten. Panikstufe. Schau mal, das können wir gleich... Ach so, 60. 60, ja, das... Nö. Ich dachte, 61 war das, aber da habe ich mich wohl getäuscht oder ich habe das falsch verkauft. Kann auch sein. Finde die Partner der Nachrichten. Das hat jetzt die Frage, gell? Verschlossen. Nur um den Schatz zu finden. Das werde ich aber nicht machen, weil ich werde jetzt weiter Auge um Auge tödlicher Plan machen. Tödlicher Plan und dann mal kurz drüber gucken, wo wir hin müssen. Beziehungsweise das nicht erkundete, die nicht erkundete Gegend. Ganz mal. Jetzt laufe ich irgendwie weg. Kann das sein? Nee, jetzt laufe ich wieder. Kurfürstenplatz? Nö, hier war ich glaube ich wirklich noch gar nicht. Schön. Ist ja toll, wenn man da einfach so reinspazieren kann. Und hängen bleibt. Ja, also. Was ist denn da los? Hexenjäger. Was geht denn hier ab? Wie färbst du dein Haar? Mit Petersilie. Sicher. Ein Sturm. Nein. Verdammt. Nicht mit Petersilientinktur, mit Zitrone und Sonne. Und ein klein wenig Salzwasser. Da ist es. Aber ich wollte jetzt eigentlich mal reingehen, aber ich gehe mal kurz. Ein Ort der Macht. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Wunderschön. Was ist denn das da unten? Das aber cool. Ja, jetzt poste aber bis da rum, gell, unser Geralt. Das sage ich euch. Ich möchte mal ganz kurz da reingehen. Ups, da geht's nicht rein. Ja, bitte. Ja, das wird schon Hexer hinterher gepfiffen. Oder wie sie geht das jetzt? Ich kann da, glaube ich, da nicht reingehen. Schaut nicht so aus.
Nö. Vielleicht sind wir noch zu früh da. Vielleicht hat das, sollen wir da eigentlich noch gar nicht sein. Kann alles sein, kann alles sein. Wir laufen jetzt wieder zurück. Verflucht! Boah, die Blitze sind auch schon geil. Mega cool. Jetzt müssen wir mit dem redanischen Kontaktmann sprechen. Das heißt, wir laufen oder reisen ein klein wenig. Ich glaube, wir reisen ein klein wenig. Und zwar Burg oder hier. Je nach Ursten. Genau, und dann nehmen wir die Fragezeichen noch mit und dann gehen wir zum Kontaktmann. Das ist doch ein Plan. Das ist doch ein wunderbarer Plan. So. So. Zack. Wunderbar, habe ich markiert. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann, ciao. Oh, my God.